Hey Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wie ihr seht, neues Auto. Es ist immer noch Winter. Oder was ist immer noch? Aber es ist Winter. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz. So. Ist viel passiert. Ich habe zum Beispiel mir ein Haus gekauft. Das hier oben für 5 Millionen. Für doppelte Forza-Ton-Punkte ist jetzt nichts Besonderes, aber die doppelten Forza-Ton-Punkte nehme ich gerne mit. Warum, zeige ich in diesem Video. Und ich habe sehr viele neue Autos. Ja. Ist ein bisschen was dabei. Ich habe auch zwei, drei neue Designs gemacht. Einfach mal so, weil mir langweilig war. Was ich zum Beispiel auch schön finde, hier der RX-7. Oder... ja, hier so ein XES, XJS, kann man auch was mit anfangen. Den Miura habe ich bekommen, aus dem Super Wheelspin. Generell, ich werde die Folge auch Wheelspins öffnen und Sachen kaufen eigentlich nur. Also ich werde die Folge jetzt nicht sonderlich viel machen. Auf jeden Fall habe ich einiges an neuen Fahrzeugen. Und ich würde sagen, ich fange mal mit den Wheelspins an und ich werde mir danach nämlich noch was kaufen. Aus dem Forzaton Shop. So, Mercury Coupé. Okay. Ein M2 Coupé, das finde ich schön. Ich glaube, den Corsa habe ich, ne? Ja, den habe ich. Nochmal 160.000 Geld nehme ich immer gerne. Lotus, den bin ich in Gran Turismo 4 gerne, jetzt nicht so oft, aber gerne gefahren, muss ich sagen. Also, ist auch ein schönes Fahrzeug. Ein Bentley Continental. Ich glaube, ich habe einen anderen schon, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall Bentley Continental ist auch schick. 60.000, ja. Ja. Den GMC habe ich auch. Ich habe jetzt auch den Ford, den jeder zu einem DRL-Truck macht. GTR V-Spec. Oh. Von 97. Finde ich schön. Also, möchte ich gar nichts gegen sagen. Ja. Ist schön. 190 ist auch schön. 140.000. Savannah RX-7. Ja gut, 2000. Ich habe noch zwei Super Wheelspins. Ich hatte, glaube ich, sogar 5, aber der hat 3 automatisch geöffnet nach dem Level-Up. Ich bin übrigens Prestige 1 Level 12 jetzt. Also von daher... der Wheelspin war absolut scheiße. Ja. Naja. Immer ein Peugeot 2.5. Also die Super Wheelspins war echt nicht gut. So, kann man einmal ganz kurz durchgucken. Nochmal jetzt. Den... achso, den Supersport hatte ich ja, okay. M2. Ich hab auch, ach, komm ich eh gleich zu. Was hab ich? Ach, den Esprit, deswegen. Oh, ein Forzaton. Ach, ist jetzt egal. Wollte ich zwar irgendwann mal noch machen, aber mache ich jetzt mal noch nicht. In CLK bin ich jetzt im Winter sehr oft gefahren. Kann man auch mal eben kurz erwähnen. Den M600 habe ich bekommen. Ich weiß noch nichts mit diesem Fahrzeug anzufangen oder wie gut er ist oder was weiß ich. Aber sieht schon mal auf den ersten Blick ganz cool aus. Der 2.5 ist jetzt neu. So, ich habe hier einen 911 GT2 bekommen und einen 911 Turbo 3.3. Den habe ich zum Offroader umgebaut und ich bereue diese Entscheidung gar nicht. Also irgendwie fühlt er sich Offroad ganz gut an. Also das ist ganz gut, ziemlich gut. Ja, Clio in der Forza Edition, ja, WX STI, sowas halt. Noch irgendwas, den Ultima habe ich bekommen. Den bekommt man bei den Drag Races, wenn man die macht, automatisch. Ich habe ein paar gemacht, ist aber auch nichts Besonderes. Also die Drag Races werde ich irgendwann mal in einem Video wahrscheinlich noch machen. Mal schauen. Für den Astra und den Monero habe ich zwei Designs gemacht. Das für den Astra wurde sogar ein paar Mal gedownloadet.
fanden ein paar ganz gut, anscheinend. Und einige Volkswagen jetzt hier. Den finde ich sogar ganz schön, den Corrado. Und ja. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt noch was kaufen. Ich habe 470 Punkte. Fehlen mir sogar nur noch 5 Punkte. Läuft. Habe ich Holzfällerfähigkeiten. Okay, und zwar den Nismo GT-R Le Mans. Den will ich nämlich haben. Ich finde den an sich ganz cool, da noch eine Forza Edition. Da ist er. Mache ich wahrscheinlich ein Falkendesign drauf, ich weiß es aber noch nicht. So, ein super Wheelspin. Erstmal drehen. Und schon wieder nur ein 911 GT2 im Ding. Ich bin schon drei oder viermal so knapp an diesem Teil vorbei. Immerhin 250.000. Was hat der jetzt eigentlich für einen Bonus? Veranstaltungseinflussboost. Das heißt. Ja, keine Ahnung, wird schon irgendwas heißen. Also Veranstaltungseinflussboost war das jetzt, ne? Ja, also man levelt schneller. Finde ich auch ganz gut. Werde ich auch wahrscheinlich öfter benutzen den Wagen, weil ich finde ihn, wie gesagt, von hinten ist es jetzt nicht so sehr mein Fall. Aber an sich finde ich den Wagen halt schon ziemlich cool. Sind Holzfällerfähig, kann einfach die hier umfahren. Weil zum Beispiel Müllmann ist ja, möglichst viele Dings umfahren. Ja gut, das war's nicht. Steht das hier? Weil dann kann ich mir noch den Porsche kaufen, wenn ich das bekomme. Holzfällerfähigkeiten. Was sind Holzfällerfähigkeiten? Es wird ja irgendwas mit Bäumen umfahren zu tun haben. Okay, den kann ich nicht umbauen, umfahren. Das kann ich noch nicht mehr reden. Super. Okay, anscheinend ist es nicht einfach nur Bäume umfahren, das wäre auch. Ich kann ja einmal nachgucken, ganz kurz. Google. Hey, wenn er möchte, ich das jetzt auch mal. Ach so, okay. Ich weiß auch, wo ich das am besten machen kann, glaube ich. Das hier. Ich muss Baumstümpfe umfahren. Dann ist das natürlich. Das geht. Ich weiß gerade noch nicht mal genau, wo die Stelle war, wo man das so richtig gut machen konnte. War das die hier? Ja, die war das. Das weiß ich nämlich noch aus dem Forzaton. Live.
dass da eine ganz gute Stelle dafür war. Auch wenn er diesmal jetzt nicht fürs Gelände gemacht ist. War das die Stelle? Nee, oder? Oder war die, Doch, das war hier. Denn noch irgendwo? Hier schaut es auch noch gut aus. Star Wars ist halt, wenn er möchte, in GT3 auch noch diese Folge haben. Nächste Folge mal schauen. Okay, hier anscheinend auch nicht. Horizon Festival Site. Black Quarry ist, glaube ich, nichts derart. Lakehurst Forest. Ja, wenn, dann ist es ja hier irgendwo, wo so Stellen aus dem Wald kommen. Geschnitten sind quasi. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ja, hier. Der rechnet es mir hier gerade nicht als Fähigkeiten an. Aber das ist öfter irgendwie so, dass man das da. So, jetzt hier Holzfäller. So, damit habe ich das. Dann habe ich jetzt auch genug, um mir das zu kaufen. Und zwar einen neuen 11 GT3 RS. So, ich kann mich auch einfach mal direkt zum Festival teleportieren. Und mal ein bisschen gucken. Vielleicht gibt es ja für den, Nismo schon ein gutes Design, also ein Le Mans Design. Falken Design. Ach, nicht meine Favoriten, was mache ich denn schon wieder? Anscheinend schon.
Okay, es gibt Falcon Designs. Nur die Frage, welches ich jetzt nehme. Das ist natürlich auch schön da unten, ne? Aber das finde ich schon hier. Das hat am meisten was. Na, Upgrades und Tuning, da mache ich, glaube ich, mal nichts. Erstmal. Kann ich hier nicht in die Automeisterung? Ja, wahrscheinlich auf Tuning hätte ich da hinkommen können. Egal. Ich probiere noch einmal das andere Design aus oder guck mir das mal an. Was ich da gefunden habe, wenn ich da mal hier halt irgendwie selbst wieder eins, aber erstmal so. Falken, das hier oder. Ja, komm, hau hier einfach mal das drauf. Das scheint ganz schön zu sein eigentlich. Auch mal halt umgedreht, vorne blau, hinten grün. Meine ich dieser normale Übergang. Das sieht schon cool aus. Ja, ich finde, das hat was. Und jetzt noch Upgrades und Tuning, Automeisterung. So, dann hole ich mir hier mal so die Wheelspins und so weiter noch. Das kostet mich zwar ein bisschen was, aber das ist mir ziemlich egal. Schleuder, meinetwegen. Die Wheelspins öffne ich dann natürlich jetzt auch noch eben. Ich hau hier auch einfach mal alles rein. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich den öfter fahren werde. Außerdem Punkte kriegt man schnell genug, von daher. Okay, das habe ich. Den GT3 lasse ich erstmal. So, 4 Wheelspins. Let's go. Was bekomme ich denn? Ja. Hundertdreißigtausend ist okay. Und 2000. Ja gut, den Turbo 3.3 habe ich auch schon. Wobei ein zweiter natürlich nicht schlecht wäre. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.